Herzlich willkommen zum zweiten WSF Kurzfilmabend hier im dritten Bezirk in Camp Coopers Number One. Mein Name ist Clemens Eisenberg. Ich habe die Ehre, dass ich euch heute durch den Abend führen darf. Das allererste, was wir gleich machen, ist, ihr seht jetzt dann gleich Kurzfilme, Musikvideos, wahnsinnig coole Sachen. Und ihr dürft ja selber heute abstimmen, wer für euch der beste Kurzfilm bzw. das beste Musikvideo ist. Unsere Festivalleiterin Monika ist jetzt einmal so nett und geht gleich durch, gibt jedem von euch einen Abstimmzettel, wo ihr dann eure persönlichen Favoriten ankreuzen könnt. Die Kugelschreiber, by the way, sind ein Geschenk des Hauses. Wir haben halt die Spendierhosen an. Aber als allererstes möchte ich mich ganz recht herzlich dafür bedanken, dass ihr alle da seid. Vor allem natürlich die Leute, die wahnsinnig weit angereist sind. Es sind einige Gäste aus Deutschland da, aus Hamburg und aus Kiel. Vielleicht einmal einen extra Applaus für die Leute. Kosten und Mühen gescheut haben dafür, dass sie da sind. Und übrigens, apropos keine Kosten und Mühen gescheut, der erste Mann, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Veranstalter des heutigen Abends, Ladies and Gentlemen, Robert Auer! Herzlich willkommen hier in Wien im Pub Coopers Number One zum bereits zweiten Kurzfilmfestival. Ich bin wirklich demütig dankbar und der weiten Anreise aus Deutschland. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Kommen und auch bei den anwesenden Filmschaffenden für die Einreichung ihrer Filme. Ich möchte mich recht herzlich bedanken beim Gastgeber und beim Inhaber des Pubs, Karl Cooper, dass er uns heute hier diese riesengroße Leinwand zur Verfügung gestellt hat. Einen riesigen Applaus bitte für Karl Cooper! Ich bedanke mich bei meiner lieben Partnerin und Festivalkoordinatorin Monika Milikowitz, die mir immer bei meinen wahnsinnigen Projekten hilfreich zur Seite steht. Danke, Monika! Kommen wir jetzt zu einem Mann, der die Hauptrolle in einem der nach wie vor besten Filme aller Zeiten mitgespielt hat. In allen Listen, Top 10 oder Top 20, noch nach wie vor einen der besten Kriegsfilme weltweit. Auch bekannt aus den Filmen Angst, Schindlers Liste, Underworld und weiteren 150 Produktionen. 1989 hat er auf dem MÜST-Festival in Italien den Preis als Best Actor bekommen und hat solche Größen wie zum Beispiel Ben Gazzara, Kiefer Sutherland und wenn noch? Genügt schon. Fast. Ausgestochen. John Hurt das. Jawohl. Und ich darf jetzt hier mich auch noch einmal bedanken, dass er hier als Juror und Schirmherr der Veranstaltung sich zur Verfügung gestellt hat. Meine Damen und Herren, ich darf euch vorstellen, Schauspieler Erwin Leder. Dank meinen langjährigen Freund und Kollegen Clemens Eisenberger, der glaube ich 99% meiner Projekte begleitet hat und sich trotzdem heute wieder hier zur Verfügung gestellt hat, uns durch den Abend zu führen. Ja, herzlichen Applaus auch für Sie. Und jetzt habt ihr es geschafft, ich bin fertig, mir bleibt nichts mehr anderes übrig, als euch einen wunderschönen und interessanten Abend zu wünschen. Danke fürs Kommen. Viel Spaß. Danke, Robert. Und für mich gibt es als allerersten Programm nur einen ganz kurzen Überblick über das, was wir heute am Abend sehen werden. Und keine Sorge, wenn ich jetzt relativ viel rede, es gibt keinen Test nachher. Also es ist die Abstimmzettel sind das Einzige, was heute auszufüllen sind. Alle wichtigen Informationen wiederhole ich natürlich vor jedem einzelnen Block, damit wir alle Bescheid wissen. Aber jetzt noch einmal der Überblick über das Programm. Der allererste Block, der jetzt ungefähr in 5 Minuten starten wird, besteht aus 12
Kurzfilmen, die eben zur Auswahl für den Publikumspreis zur Verfügung stehen. Ich darf dir das vielleicht einmal kurz klauen. Ihr habt alle auf eurem Platz einen Abstimmzettel, da ist eben auf der ersten Seite, sind alle 12 Kurzfilme abgebildet, die wir heute spielen werden. Auf der zweiten Seite seht ihr dann die insgesamt 6 Musikvideos, die heute gespielt werden. Und die dritte Seite, quasi just for information, ist der Out-of-Competition-Block, die anderen Filme, die heute noch gespielt werden. Das ist der dritte Block, der letzte Teil des Abends. Währenddessen ist dann unsere Festivalkoordinatorin Monika damit beschäftigt, die Stimme für die Publikumspreise auszuzählen. Aber ganz kurz zusammengefasst, Kugelschreiber ist, wie gesagt, zum Mitnehmen das Allerwichtigste ist, wie bei jeder Wahl, apropos Kugelschreiber zum Mitnehmen, das ist irgendwie so die Lehrerangewohnheit, wo man einen Kugelschreiber sieht, der geht in die eigene Tasche. Ganz wichtig, auf dem Abstimmzettel immer nur einen Kurzfilm bzw. ein Musikvideo ankreuzen, ansonsten ist die Wahl dann nachher leider ungültig. Es gibt natürlich nach dem ersten Block mit den Kurzfilmen eine Essenspause, da könnt ihr dann alle das Essen bestellen. Und egal, ob ihr so wie ich dann diese Chicken Fingers bestellt oder den Burger, es ist alles wahnsinnig lecker. Ihr könnt in Ruhe essen, wir machen dann erst mit dem Programm wirklich weiter, wenn jeder fertig gegessen hat. Nach dem Essen folgen dann die Musikvideos, das sind 6 Stück, eben zu insgesamt ca. 20 Minuten. Danach werden die Abstimmzettel direkt abgesammelt. Es folgt der Außerkonkurrenzblock. Der Hamburger Filmschaffende Ingo Frenzel ist heute bei uns. Dafür vielleicht noch einmal extra einen Applaus für. Extra aus Hamburg angereist ist, um uns seine Werkschau zu präsentieren. Selbstverständlich steht er nachher noch für eine kurze Q&A-Session zur Verfügung. Danach zeigen wir euch unseren Film, den Auer, der ebenfalls begleitet wird von einem kurzen Q&A. Wir freuen uns natürlich drauf, jetzt nach 2016, quasi 3 Jahre nach der Uraufführung, zum zweiten Mal öffentlich bei einer Vorstellung mit Q&A-Session. Da sind wir sehr, sehr gespannt, was kommt. Und ganz zum Schluss hat dann noch der Erwin Leder einen Film mitgebracht. Der hat nämlich die Synchronstimme für Engelbert Dollfuß in dem animierten Kurzfilm Heldenkanzler gespielt. Und auch da gibt es natürlich eine kurze Q&A-Session. Und ganz zum Schluss, am Ende des Programms, gibt es die Siegerehrung für das beste Musikvideo. Das hat der Robert Auer ausgesucht. Den besten Kurzfilm, den der Erwin Leder ausgesucht hat, und selbstverständlich für die beliebtesten Kurzfilme bzw. Musikvideos, die ihr heute dann aussucht. Und in dem Sinne können wir uns dann nachher noch gemütlich hier aufhalten, was essen, was trinken und so weiter. Der allerletzte Hinweis, den ich noch anbringen möchte. Wir haben hier ganz vorne eine klitzekleine Spendenbox aufgestellt, die genauso wie wir auch relativ großen Hunger hat für alle Leute, die sich vielleicht denken, wow, das Programm für freien Eintritt, das ist ja ein Wahnsinn, kann man gerne was einwerfen und wir bedanken uns im Voraus, aber jetzt freue ich mich drauf, euch gleich einmal den allerersten Block zu präsentieren, die 12 nominierten Kurzfilme, die zur Wahl stehen für den Publikumspreis des besten Kurzfilms. Darf ich an die Regie bitten, den ersten Block mit den besten Kurzfilmen abzuspielen. Viel Spaß! Das war mein Stichwort. Einen riesengroßen Applaus trotzdem nochmal für alle Filmemacher, die heute Filme eingereicht haben, zur Verfügung gestellt haben und die natürlich jetzt auch heute gespielt haben. Nochmal einen großen Applaus. Zwölf Kurzfilme haben
haben wir gesehen. Sie können jetzt auf jeden Fall sich die Zeit nehmen und gemütlich entscheiden, welcher von diesen Kurzfilmen für Sie der beste war. Wir machen jetzt nämlich eine kurze Pause, eine Essenspause. Sie können sich gemütlich was zu essen und zu trinken bestellen. Hier im Programm geht es dann weiter mit dem Musikvideoblog, und zwar erst nachdem jeder aufgegessen hat. Das ist, also muss sich niemand hetzen. Was? Ich weiß ja, was Sie vorhaben heute zu essen, weil der 320 Gramm Burger ist schon relativ groß, bis morgen in der Früh. Ja, trotzdem kalt. Ich wünsche guten Appetit und noch viel Spaß heute Abend. Wir sehen uns in ungefähr einer Stunde, sage ich mal wieder. Danke! So, willkommen zurück hier zum zweiten WSF Kurzfilmabend. Nach der Essenspause, oder wie einige hier sagen, offensichtlich nach der Essenspause ist vor der Essenspause oder während der Essenspause oder bei der Essenspause. Es freut mich, dass es euch allen geschmeckt hat oder immer noch schmeckt. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter im Programm. Ihr seht jetzt die 6 Musikvideos, die heute zur Auswahl für den Publikumspreis stehen. Das heißt, bitte einmal umblättern, genau auf der zweiten Seite von eurer Abstimmungskarte sind sie alle abgebildet. Und bitte wieder das eine Musikvideo ankreuzen, das euch von allen, die jetzt hier gezeigt werden, am besten gefallen hat. In dem Sinne, diejenigen, die noch nicht aufgegessen haben, weiterhin guten Appetit. Und ganz ehrlich, wann isst man besser als mit guter Musik im Hintergrund? In dem Sinne sage ich, bitte die Musikvideos ab. Viel Spaß! Rock on! Hier heute beim zweiten WSF Kurzfilmfestival eine kleine Entschuldigung von der Festverleitung beim ersten Musikvideo von der Jackie Surowitz hat es ein kleines Problem gegeben, da war das Bild kurzzeitig schwarz, das hätte eigentlich so nicht sein sollen. Bitte natürlich auch jetzt davon eure Wahl für das beste Musikvideo davon nicht beeinflussen zu lassen. Jetzt ist bitte der Moment, wo wir euch bitten, eure Wahl abzuschließen. Es sollte jeder ein Kreuzerl gemacht haben bei dem besten Kurzfilm. Ich sehe, da werden die Leute nervös, es ist herrlich. Ein Kreuzerl gemacht haben beim besten Musikvideo. Und bitte, wenn die Abstimmzettel fertig ausgefüllt sind, unsere Festivalkoordinatorin Monika geht jetzt durch und sammelt sie ein. Bitte deutlich kennzeichnen, was ihr wählen wollt, und jeweils bitte immer eben nur einen Titel, einen Kurzfilm, ein Musikvideo. Der Kugelschreiber, den ihr bekommen habt, der ist wieder ein Geschenk des Hauses. Wir haben die Spendierhosen an. Apropos Spendierhosen in dem Fall, fällt mir noch einmal ein, dass neben mir die Spendenbox für heute steht. Für alle, denen das Programm gefällt, wäre es natürlich total super, nachdem es freien Eintritt gibt, vielleicht einen kleinen Beitrag in der Spendenbox
zu hinterlegen für den Fall, dass euch das Programm gefallen hat. Wie gesagt, alle Dinge, die wir machen, kosten natürlich auch Geld für uns. Und falls wir in Zukunft noch einen dritten Kurzfilmabend machen, brauchen wir natürlich entsprechendes Budget. Also, das wäre tipptopp. Während die Monika jetzt die Abstimmzettel einsammelt, sie wird jetzt dann die Stimmen auszählen, während wir unseren dritten und letzten Block für heute machen, und zwar den sogenannten Out-of-Competition-Block. Alles, was wir jetzt stehen, steht nicht mehr zur Wahl für den besten Kurzfilm des heutigen Abends, denn der nächste Programmpunkt, den ich euch präsentieren möchte, ist eine Werkschau des Hamburger Filmemachers Ingo Frenzel. Und Ingo ist heute extra aus Hamburg angereist für diesen Abend. Dankeschön. Und das ist einmal einen Applaus wert. Und ich muss sagen, der Ingo ist ja eigentlich nicht irgendwie. Der Ingo war beim ersten WSF-Kurzfilmabend hier im Pub Coopers No. 1 der Preisträger des Publikumspreises. Allein dafür können wir noch einmal Jubel machen. Du hast damals gewonnen, du warst heute schon einmal vertreten im ersten Vlog bei den Kurzfilmen mit dem Film Caroline. Und jetzt wollen wir euch einen kurzen Überblick über das gesamte Filmschaffen von Ingo Frenzel machen, mit einer kurzen Werkschau. Und nachher kommt Ingo dann hier auf die, nennen wir es, Bühne, um vielleicht Fragen von euch zu beantworten, beziehungsweise ein bisschen über seine Filme zu sagen. Bitte Film ab für Ingo Frenzel! Das ist ein Applaus für Ingo Frenzel. Ingo, noch einmal einen großen Applaus für Ingo Frenzel! Ingo, komm bitte zu uns auf die Bühne. Ich finde, wir haben jetzt in der Werkschau eine Menge von deinen vergangenen, vielleicht auch künftigen Projekten gesehen. Jetzt erzähl uns ein bisschen was über die Filme, die du machst, und beziehungsweise, falls ihr Fragen habt, bitte unbedingt fragen. Ich halte mich im Hintergrund. Ingo, die Bühne gehört dir! Okay, als allererstes, moin, ich komme aus Hamburg. Moin. Was soll ich sagen? Wenn ich heute keinen Preis mitbringe, ich habe aber einen Kugelschreiber. Also ich komme nicht ganz ohne was nach Hause, das ist schön. Aber was viel schöner ist, auch im letzten Jahr schon, ich habe ganz viele nette, liebe, tolle Menschen kennengelernt. Die habe ich hier oben mit nach Hause genommen. Dafür möchte ich mich mal bei Robert nochmal bedanken. Ein bisschen lauter bitte, Ingo. Also nicht das Danke, Robert. Ja, was für Filme mache ich? Eigentlich mache ich Filme seit meinem 14. Lebensjahr. Ich habe mit Super 8 angefangen. Also richtig noch hier mit Schneiden und Tralala. Meine Eltern, die haben sich irgendwann 1974 oder so, haben sich eine Super 8 Kamera gekauft für Urlaub. Die hatten sie einmal mit und dann war es meine. Und ja, ich bin gegenüber eines Kinos groß geworden und bin deshalb auch hier bei der Baller, was Film betrifft, also eigentlich jedes Wochenende im Kino gewesen. Und irgendwann kamen wir dann mit ein paar Jugendlichen auf die Idee, selber Filme zu drehen. Am Anfang keine Drehbücher geschrieben, wir haben einfach ein Comic-Heft genommen und gesagt, komm, das drehen wir jetzt, und dann halt die auf, und die Namen haben wir ein bisschen geändert. Besser das Storyboard als ein Comic-Heft kann man gar nicht haben, weil ich kann nicht zeichnen. Ich habe das Storyboard hier oben drin und das ist manchmal ganz schön schwer, beim Drehen den Leuten zu erklären, was sie denn machen sollen. Der Film ist hier oben auch schon geschnitten und weiß ich nicht alles. Aber bis jetzt, glaube ich, kriege ich das einigermaßen gut hin, weil ich habe immer die Darsteller, die zu mir kommen oder die mit mir arbeiten. Am Anfang waren es Familie, Arbeitskollegen, und irgendwann sind dann auch mal Schauspieler auf mich zugekommen. Und
keine bekannten weißen Schauspielschüler oder die da auch noch froh waren, dass sie die Wahl was abliefern können. Und bei mir ist das andersrum gelaufen. Ich habe angefangen mit langen Filmen, was man eigentlich nicht machen sollte. Man sollte erst einen Kurzfilm machen und dann. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, auch Kurzfilme zu machen. Und deswegen auch diese Episode Caroline. Das sind eigentlich drei Episoden. Den ersten haben wir ja letztes Jahr gesehen, Bloody Wedding. Der zweite ist Caroline und der dritte ist in der Postproduktion. Der heißt Final Shot. Insgesamt ist das eine Geschichte. Wir haben auch vor, oder es ist eigentlich schon klar, wir werden diesen Film nochmal als kompletten Spielfilm zusammenschneiden. Und am 20.07. dieses Jahres ist in Uedersen dann die ganz große Premiere des Spielfilms. The Brain, The Crazy, The Coolness and The Mute. Das ist so eine Mischung aus Italo-Western in der Neuzeit. Wir haben ein bisschen abgekupfert von Tarantino. Und ich habe auch noch ein bisschen was da reingestreut. Und wir haben auch ein Filmfest in Uedersen, sogar im Kino. Ich musste mich dran denken, als Harry letztes Jahr gesagt hat, der Kurzfilm gehört ins Kino. Ich finde das schon mal ganz toll, dass das hier mal jetzt eine schöne große Leinwand ist. Und wir haben das gemacht jetzt, sind dieses Jahr im fünften Jahr mit der Unschärfe. Also dieses Jahr Unschärfe 2019. Und ich möchte ein bisschen Werbung machen, weil wir haben ab dieses Jahr auch drei Kategorien. Einmal Kurzfilm mit Spielfilmcharakter, also mit Handlung. Dann haben wir reingenommen Dokumentation und Experimentalfilm. Das ist dann eine Kategorie auch. Und Musikvideos. Was uns natürlich noch fehlt, sind Filme allgemein sowieso, die man reinschicken kann oder per WeTrans auch über das Internet schicken kann. Und was wir auch noch suchen, natürlich Musikvideos. Ich habe hier richtig tolle Sachen gesehen. Also ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sagt, Mensch, kann man ja mal mitmachen. Das Problem ist natürlich, wir hatten schon mal so ein Filmfest und wir haben das damals in die Tonne getreten, weil wir hatten zwar Publikum, aber die Filmemacher waren nicht da. Und das ist doof, weil wir auch eigene Pokale machen, den Sunny und hast du nicht gesehen. Und sowas schicke ich nicht gerne mit der Post. Das ist immer schön, wenn einer da ist. Ich sage jetzt mal ganz lapidar, wenn das der Kabelträger ist, der erscheinen kann und das Ding entgegennehmen kann. Das wäre toll. Also wer Interesse hat, einfach mal anschreiben über Facebook am besten. Ingo Frenzel, PN oder was, man kann sich ja adden. Und Einsendeschluss ist noch, wir verlängern ihn meistens noch, bis Mitte September. Und das Festival findet statt am 26. Oktober dieses Jahres im Burgkino Uedersen. Kann man auch googeln, ist ein ganz tolles Kino, Programmkino. Und der Bernd Teicher, der das unterhält, der macht wirklich ganz, ganz tolle Sachen da. Events für Kinder, für ältere Leute, der macht Ladies Nights. Und das ist wirklich ein sensationelles Kino, auch mit der neuesten Technik. Also das ist jetzt nicht so ein Rad, irgendwie so ein kleines Programmkino, wie man das von früher vielleicht kennt, der macht richtig, der stellt wirklich was auf die Beine. Und ich wäre froh, zum Beispiel so einen wie Willi, der schickt deine Splatter-Filme rein, das kommt bei uns auch gut an. Also, wenn ihr da Lust zu habt, könnt mich heute Abend nochmal ansprechen oder eben anschreiben. Ja, per Internet. Ja, das ist eigentlich alles. Was soll ich noch sagen? Was? Ich würde sagen, ihr seid mir ans Herz gewachsen. Einen großen Applaus! Ingo Frenzel, einerseits danke, dass du unsere Leidenschaft teilst. Danke fürs Einreichen, danke fürs Dasein. Jetzt kommt natürlich ein für mich und für Robert ganz besonderer Programm. Als nächstes hier wollen wir euch zum allerersten Mal den Pub Coopers Number One, nämlich unseren Kurzfilm zeigen, unseren Boxfilm, den wir im Jahr 2016 fertiggestellt haben, wo wir sogar eine Szene hier im Pub selber gedreht haben. Und ich möchte eigentlich ganz ehrlich am Anfang nicht einmal mehr sagen als Chef, den Auer!
euch heute Abend auch sagen möchte, ist, Auer war außergewöhnlich. Ich bin nie einem anderen Menschen wie ihm begegnet. Und deswegen freue ich mich jetzt gerade riesig, neben mir da vorne auf der Bühne zu begrüßen, nicht nur den, und ich muss das selber ablesen, Drehbuchautor, Koordinator, Castingleiter, Location Scout, Musikkoordinator, Schauspieler und so weiter und so fort von Auer, Robert Auer! Ich warte nur auf den Teil vom Abspann, wo dann ganz zum Ende steht, beim Dreh von dem Film wurden keine Tiere verletzt, nur Auer. Das ist dein Lieblingsthema. Ja, und es ist lustig, weil es wahr ist. Ja. Also ich hatte tatsächlich bei den Dreharbeiten 5 gebrochene Rippen zu beklagen. Natürlich dank meines Kollegen hier. 3 schon während des Trainings und 2 dann bei den Hauptdreharbeiten im Boxring. Ich bin also schon mit Schmerzen in den Boxring gestiegen, glaube ich, mit 2 oder 3 Schmerzpulver. Und dann hast du mich auch nochmal schön erwischt. Da gibt es sogar ein Moderationsfoto. Ein geiles Foto, wo meine Faust liegt, so ungefähr 7 cm in deinem, genau da im Solarplexus drin. Das ist mal beim Anschauen weh. Also die Produktion war wirklich ein absoluter Wahnsinn. Also 25 Drehorte, 30 Darsteller, 5 gebrochene Rippen, also ich komme aus den Zahlen gar nicht mehr heraus. Wir haben hier heute nicht alle gesehen, das gibt es dann im 41-minütigen Director's Cut auf unserer DVD, die wir mithaben, mit 4 Stunden Bonusmaterial, Outtakes. Großen Dank an der Stelle an Alexander Pretz und Pretz Media, der uns das damals dann ermöglicht hat, dass wir wirklich unseren Film auf DVD rausbringen konnten. Wir haben genau 4 Stück von der DVD noch da. Falls jemand Interesse hat, ansonsten unter www.pretz-media.at gibt es die DVD günstig zu bestellen. Und ihr könnt gerne zu mir kommen, die DVD abholen, also ich schlage nicht zu, versprochen. bei dir ist eh keine Gefahr, du bist eher so der Empfänger. Also den 41-minütigen Cut wollte ich heute in Erwin Leder nicht mehr antun. Die 31 haben genügt. Ja, was gibt es sonst? Also Drehzeit, glaube ich, ein halbes Jahr. Ja. Dann Postproduktion 3 Monate. Dann hatten wir die Weltpremiere im Breitenseer Kino. Und da kommst du eben auf die Idee mit der DVD-Veröffentlichung. Aber was mir auch noch wichtig ist, was man auf jeden Fall erwähnen muss, ihr habt es sicher gesehen, eine Szene hier im Pub gedreht. Möchte an der Stelle wirklich noch einmal sagen, dafür, dass wir hier drehen durften, wir haben einen großen Teil von dem Film hier geplant, besprochen, geschnitten, koordiniert und alleine dafür, für die Gastfreundschaft, hätte ich gerne noch mal einen riesengroßen Applaus an den Karl und an das ganze Team von Cooperstown. Die uns wirklich seit der aller ersten Stunde unterstützt haben. Der Gertschi, der da steht, gerade hinter der Bar, hat auch kurz mitgespielt. Und es freut mich persönlich immer wieder, wenn wir über den Film reden und über bestimmte Ereignisse hinter den Kulissen heute. Zum Beispiel ist mir gerade einfach diese Rahmenhandlung, wo ich den alten Zokarov gespielt habe. Allein es waren 2 Stunden, die das gedauert hat, bis die Maske angebracht hat und dass ich dann ein bisschen am Hals eh abgelöst habe. Hat wirklich toll ausgeschaut, finde ich, und ich verwende die Fotos immer noch wahnsinnig gerne, um meiner Freundin zu sagen, schau mal, wie ich in 20 Jahren ausschaue. Aber in dem Sinne, hat noch jemand Fragen an das Team Auer? Wir sind noch da für eine kurze Q&A-Session. Falls jemand Fragen hat, einfach, ich meine, wir sollen in der Schule einfach schreien. Ja, man muss noch ganz kurz erwähnen, dass wir nichts von dem, was man auf der Leinwand gesehen hat, oder die bezüglich der Arbeiten hinter der Kamera gelernt haben. Es war wirklich ein reines Amateurprodukt, beziehungsweise ein nicht kommerzieller Film, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagt. Und ja, und dann haben wir die DVD rausgebracht und Ende des letzten Jahres durfte ich den Film in einer Vorarlberg-Premiere auf der 5. Kloster Kurzfilmnacht vor 300 Leuten zeigen. Ich wurde eingeladen als Gastautor, da durfte ich dann auf der Bühne ein bisschen sprechen und das größte Lob für diesen Film habe ich doch tatsächlich bekommen, als ich mich mit der ORF-Moderatorin unterhalten habe, kam eine alte Dame zu mir, Entschuldigung, darf ich kurz stören, sage ich ja bitte,
sagt zu mir, wissen Sie was, ich bin jetzt 80 Jahre, aber der Film war so schön und so traurig und ich weiß, von was ich spreche. Ich war damals Kabarett-Schauspielerin, also das war das größte Lob, was ich für den Film bekommen habe. Und falls Sie mich sehen, danke. Ein kleiner Autogramm. Später. Aber... Kontonummer hast du mir eigentlich schon geschickt. Nein. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Wir haben uns unglaublich gefreut, dass wir heute wieder den Auer auch selber sehen. Danke für euer Interesse. Wir haben ihn selber schon 2 Jahre nicht mehr gesehen. Aber jetzt haben wir als mehr oder weniger Penultimate Showpoint für heute noch einen letzten Kurzfilm. Und zwar unser Schirm hier und Stargast Erwin Leder hat auch noch einen Kurzfilm mitgebracht. Einen animierten Kurzfilm, den einzigen animierten Kurzfilm, den wir heute sehen. Da hat er als Synchronstimme, als Synchronsprecher die Stimme vom Engelbert Dollfuß gesprochen. Film ab! Aber jetzt einmal einen riesengroßen Applaus für den Synchronsprecher von Engelbert Dollfuß, Erwin Leder! Erwin Leder, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist, aber jetzt würde mich interessieren, was du über den Film zu erzählen hast und vielleicht, falls dann auch noch Fragen an den Erwin Leder kommen, jetzt ist Zeit für die Q&A-Session. Ja, über den Film selber, mein Gott, vielleicht ist interessant für euch zu erfahren, wie sowas hergestellt wird. Ich habe selber nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Ich hatte dann wohl einen Trickfilm gedreht noch, als Kutscher, das waren die 3 Räuber, das ist ein Commercial, und da war es dann genauso. Es ist jedenfalls so, dass so eine Rolle, wenn du sie synchron sprichst, sprichst du sie nicht zum Film. Das heißt, du wirst mal eingeladen, vorzusprechen. Das war in dem Fall eine Arbeit der Württembergischen Filmakademie. Benjamin Swizinski hat das gemacht. Der hat die Rolle geschrieben, dann kommst du hin und sprichst die Rolle. Sprichst sie mit all dem, was der Regisseur dir angibt, wie er das haben möchte, und dann gehen die her und zeichnen diesen Film. Das heißt, die Abfolge passiert genau umgekehrt. Also ich synchronisiere nicht die gezeichnete Figur, sondern ich mache mal eine Vorgabe, wie ich mir die Figur vorstelle. Der Regisseur sagt, ja, da könntest du ein bisschen mehr machen, da könntest du noch mehr improvisieren und so weiter, und dann wird das Ganze gezeichnet. War für mich damals völlig neu und wir haben einen Tag gearbeitet, im Grunde war es nicht mehr. Und dann entstand dieser Film in einer minutiösen Kleinarbeit, das war 2010. Und der Film hat dann 7 Filmpreise gewonnen, Land auf, Land ab, halt in Deutschland und Österreich. Soweit kann ich jetzt was zu dem Film sagen. Zur Geschichte, die kann man nachlesen, kann man googeln. Wir haben den Film deshalb, oder ich habe ihn mitgemacht, weil ich halt auch denke, dass eine unaufgearbeitete Geschichte, und der Austrofaschismus ist bis heute kaum aufgearbeitet, ja, man unterschätzt bis heute die Möglichkeit, dass ein Parlament gestürzt werden kann. Ihr wisst ja hoffentlich, was damals passiert ist und wie das Parlament aufgelöst worden ist. Das war das Ergebnis eines Parlamentarismus, der keiner mehr war. Da wurde nämlich der Vorsitz gewechselt, der 2. Vorsitzende hat sich, da ging es um eine Abstimmung, hat sich nicht bereit erklärt, der hat verlauten lassen, dass das Abstimmungsergebnis, da ging es um irgendeinen Eisenbahnerstreit, dass das Abstimmungsergebnis unlauter war und die Stimmen mussten neu ausgezählt werden, und es waren statt 81 waren es dann 80 Stimmen, ja, die für diesen
Verbleib der Eisenbahnergewerkschaft oder was das damals war. Jedenfalls haben die Christlichsozialen dagegen gestimmt, also gegen dieses Ergebnis wiederum. Der dritte Vorsitzende, der dann die Bühne betreten hatte, hatte sich als inkompetent erklärt und dann wurde die ganze Sitzung vertagt und dann hat Engelbert Dollfuß kurzerhand einen aus dem Jahre 1917 stammenden Ermächtigungsparagrafen sich zunutze gemacht, hat das Militär zur Hilfe genommen, die Polizei und hat gesagt, der Parlamentarismus in Österreich ist gestorben, wir haben keinen Vorsitzenden. Und so ist das Parlament gestürzt worden und er hat sich dann mit Hilfe des Papstes und des Herrn Mussolini sozusagen der faschistoiden Staatsform bemächtigt. Der ganze Film, wir haben uns gefragt, sollte man so diese tragische Geschichte in dieser quasi humoristischen Weise, satirischen Weise darstellen. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir gehofft haben, wenn der Film gezeigt wird, würden sich vor allem die Jungen ein bisschen mehr für die Geschichte und für den Ausdruck Faschismus interessieren. Weil der ist ja schon zu meiner Zeit in der Geschichte überhaupt nicht unterrichtet worden in der Geschichte. Aber in unserem Fall, unser Wahlkampf ist auf jeden Fall fair, ehrlich und transparent. Und unsere Festivalkoordinatorin Monika Milikowitz ist wieder da, das heißt, die Stimmen sind auch wieder da, sind fertig ausgezählt, das heißt, wir können jetzt zum Hauptteil des Abends kommen. Das ist immer der Teil, der mir am meisten Spaß macht, nämlich die Leute, die großartige Arbeit geleistet haben, genau dafür auszeichnen. Und zu Beginn möchte ich jetzt doch mal den Robert Auer auf die Bühne bitten. Der Robert hat nämlich einmal die Preise für einerseits das beste Musikvideo, den Robert Auer Preis des heutigen Abends und natürlich auch den Publikumspreis für das beliebteste Musikvideo im Gepäck. Und da bin ich jetzt gespannt, was rausgekommen ist. Robert Auer, bitte auf die Bühne! So, der Publikumspreis für das beliebteste Musikvideo geht an eine Produktion von Wiener Kultstrecke Suramitz, bitte! Großartig, dass man Musikvideos einreichen darf, finde ich fantastisch. Dankeschön. Und andererseits bedanke ich mich bei mir, bei meiner Komposition, bei meiner Performance, bei meiner Idee, bei meinem Kameramann, bei meinen Leuten, die alle mitgemacht haben. Kein Mensch ist da, weil es niemand interessiert. Aber ich bin da, das ist das Wichtigste. Danke euch allen und schönen Abend noch. Bravo, Dankeschön. Kommen wir zum Hauptpreis für die Musikvideos. Der Preis für das beste Musikvideo des Kurzfilmabends geht an eine Produktion von Fuel Vision. Herzliche Gratulation. Bitte schön. Soll ich was dazu sagen? Ja, ich kann. Eines gleich vorweg, was mir aufgefallen ist, dieser Film ist tatsächlich auf 5 mm gedreht. 8 mm. Ja? Erzähl ein bisschen was davon. Ja, super, genau. Ja. Also ich habe jetzt die Kamera ausgeborgt, einen Film dazu und ich habe genau gewusst, ich habe so ungefähr 2,5-3 Minuten und das, was ich drehe, das habe ich dann auf die Leinwand gebracht. Bei jedem Klick merkt man einfach, dass das Geld, dass das läuft. Und da wird man sich einfach bewusst, dass das einfach mehr ist, einfach als jetzt digital einfach draufzuhalten und einfach abzufilmen. Man kann
Und kann jede Sekunde, die man da drauf drückt, einfach nicht mehr zurückspulen. Du kennst den Rapper Ace, der den Song performt hat. Wie kam da die Kollaboration zustande? Das ist ein Kollege von mir und der hat dann gesagt, er würde gerne auf dieses Material quasi seinen Song drauflegen. Und so haben wir das dann gemacht eigentlich. Das war eine ganz tolle Geschichte. Ich gratuliere noch einmal. Bitte einen Riesenapplaus noch einmal an Alexander Feinstein. Andererseits den Publikumspreis für den beliebtesten Kurzfilm des Abends. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, was du in den zwei schon tun hast. Mach mal aus! Ja, dann fange ich doch gleich mit dem Publikumspreis an. And the winner is... Birthday! Yeah! Ich fand es ganz toll, wie du das gemacht hast. Ja, das war so, viele Mittel habt ihr ja nicht. Ne? Also die Echtheit und diese Sachen. Ich habe 1983 am Bierenstuhl gemacht. Der Gesa hat sich Angst. Und da hat man sich sehr aufgeregt. Darf man solche Filme überhaupt zeigen? Ja? Die haben gesagt, ja, die muss man zeigen, weil sie Katalysatoren gegen die Gewalt sind. Das ist ja genau gegenläufig. Ja? Viele Menschen brauchen das sozusagen nicht zur Anregung, sondern dazu, dass sie sich kompensieren, ja? Dass sie ihre Aggressionen abreagieren können. Und der Willibald Sluger damals war das der Chef Forensiker in Wien, kann man sagen, der hat es dann auch im Praterkino ins Publikum gebracht, dass es hier überhaupt keine Zensur geben darf. Noch leben wir in einer Demokratie. Danke, dass wir solche Filme machen dürfen. Großartig. Dazu Filme auszuwählen, die also vom schauspielerischen Standpunkt her bepreist werden sollten. Und da gibt es mindestens 5 Beispiele. Da gibt es natürlich den Film von Ingo Caroline und es gibt den Träumer von Christian Sibinski und es gibt von Simon Albin den It's a Boy. Sehr schön gespielt war der Film von Markus Stab, die Liebe zu den drei Orangen.
Ja, Möbius Band auch. Da waren schon gute schauspielerische Leistungen dabei. Aber was mir persönlich unter die Haut gegangen ist, das war dieser Film, dessen Untertitel heute gefehlt hat. Und das tut mir sehr, sehr leid, dass man die nicht gesehen hat. Warum? Ich sage es noch einmal. Oder ich kann es eigentlich auch vorlesen, weil ich habe da Ramona Gastel, das ist also meine Gewinnerin, Ramona Gastel für Illusia. Ich habe da was geschrieben. Man muss eigentlich mitbekommen, was der Mann gesagt hat. Und wenn du diese Untertitel siehst und dann die Stimme hörst von ihm dazu, dann weißt du, dass das völlig authentisch war. Insofern habe ich den Preis heute an einen Dokumentarfilm, es ist eine Dokumentation gewesen, geschenkt, weil er für mich der authentischste war von allen Filmen, die ich halt hier gesehen habe. Und weil es einen Filmkünstler oder einen Puppenkünstler betrifft, der halt wirklich, und Ramona hat das fantastisch verstanden, ihn einzufangen, ihn in ein Bild zu bringen. Wahrscheinlich hat er nie damit gerechnet mit sowas. Weil der lebt wirklich ganz oder hat, wie wir schon gehört haben, also ganz allein gelebt und hat halt seine Kunst gemacht. Und ich habe hier geschrieben, dieses kurze Filmjuwel Ramona Gastels empfinde ich als beispielgebend liebevoll hergestellt und ebenso aussagekräftig. Es dient sich nicht als Selbstzweck, sondern als Vermittler zu etwas Glück und Frieden Förderndem. Das Werk beeindruckt mich auch in seiner dazu präzise passend gestalteten Bildsprache und gleichermaßen menschlich berührenden Darstellung des minutiös liebevollen sibirischen Puppengestalters und Künstlers Wladimir Zakharov. Der heißt also Zakharov. Ja? Nicht Zakharov! Er ist wirklich so, ich musste halt in Erfahrung bringen, dass dieser beeindruckend liebenswerte, der sich weniger geliebt fühlte als seine Puppen, Anfang Februar auf tragische Weise umkam, also versuchte seine Marionetten zu retten, nachdem seine Werkstatt in Brand geraten war. Für mich persönlich ist es weniger die Einsamkeit als das Alleinsein können, was den Puppenschöpfer und Spieler in seiner Freiheit begleitete und geleitete. Und für uns alle ist es der lebendige Augenblick, der zählt und der gelebt werden möchte, von einem Moment auf den anderen. Und wenn er jetzt nicht erfüllt wird, dann nimmermehr. Weil auf den nächsten zu warten, birgt immer das Risiko, ihn nicht zu verpassen. Und die vielgereiste Foto- und Filmkünstlerin Ramona Gastel, man kann sich im Internet darüber schlau machen, hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals in gestalterischen Arbeiten als berührende Menschin, handwerklich treffliche Finderin, Komponistin und feinfühlige Dirigentin ausgezeichnet und mit diesem Film für mich einmal mehr. Und immer gerne werde ich sie wieder schauen und wünsche ihr halt das Beste für die Zukunft. Urkunde für Sie, die der liebe Robert sehr schön gestaltet hat. Ich danke dir dafür. Überhaupt, ich danke dem Team von Robert, ich danke euch allen, liebe Frauen. Ich danke euch, liebe Coopers Number One People, wieder einmal. Ihr seid meine Fans, ich weiß es nicht, ich bin euer Fan. Auch wenn wir uns sehr selten sehen, aber ich habe so viel auf mir, dass ihr das möglich gemacht habt, hier dieses Fest wieder. Wir haben halt heuer das zweite. Vielleicht gibt es noch ein drittes. Ja. Ich bin sehr glücklich, dass Sie alle hier gekommen sind. Im Vorjahr war man nicht die Hälfte. Und so wächst halt ein Projekt Jahr für Jahr für Jahr. Und ich hoffe, dass wir angefangen haben hier voriges Jahr mit dem Breitenseer Lichtspiele Festival und danach das erste Coopers One Festival gemacht. Und ich hoffe, dass das also in dem Sinne weiter wächst, dass wir da nicht stagnieren. Und kommt alle gut nach Haus. Wollen wir von allen Gewinnern noch Fotos machen? Mit natürlich. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass das hier stattfinden kann. Ich bin sehr, sehr glücklich,
dass du in meinem Namen also das auch gemacht hast und dass wir das vielleicht weitermachen können. Danke dir. Lebe der Kurzfilm! Er gehört ins Kino! Hallo! Ich finde, das eine, was wir aus der wirklich schönen Rede von Erwin Leder mitnehmen können, ist einerseits die Dankbarkeit dafür, dass wir alle da sein können, und das ist noch viel philosophischer, als es jetzt vielleicht im ersten Moment liegt. Und die Ramona Ganzel, die eben den Film gedreht hat, die kann heute leider nicht da sein, aber sie war so nett und hat uns ein kurzes Video zugeschickt, das wir euch jetzt gern vorspielen möchten. Ramona Gassel sagt einen Gastauftritt hier auf der großen Leinwand, und den möchte ich jetzt ganz kurz einspielen. Bitte schön! Hallo, die Ramona Gassel hier. Da ich leider nicht persönlich vor Ort sein kann, hier meine Videobotschaft an euch. Ich möchte mich erstmal von Herzen bedanken bei Robert Auer, der das Festival organisiert, und bei Erwin Leder, der mir den Preis gegeben hat, bester Film. Ich fühle mich sehr geehrt, und es ist auch die Premiere für Österreich in Wien mit Illusia. Ich bin 2014 für einen Sprachkurs nach Sibirien gefahren, für 4 Wochen, und in der Zeit wollte ich einen Film machen, eine Geschichte finden. Und ich fand mich dann in dem Theater von Wladimir Sacharow, dem Puppenspieler, wieder. Und dass dieser Tag mein Leben so verändern würde, hätte ich nie gedacht. Ich bin dort erstmal angekommen und durfte mich wieder fühlen wie ein Kind. Die Roboter, die an der Wand waren und Sprüche geteilt haben, Witze gemacht haben, während man an ihnen vorbeiläuft und sich bewegt haben, war wirklich sehr faszinierend, und ich habe mich dann hingesetzt auf seine Tribüne, und er hat eine Show gezeigt ohne Worte. Und innerhalb von den ersten paar Sekunden hatte ich schon so viele Gefühle erlebt, wie noch nie vielleicht. Und ich habe angefangen zu überlegen, kann irgendwer sonst das fühlen? Und ich habe aufgeschrieben, welche Gefühle ich sehe in dem Theaterstück, das er teilt. Und am Ende blieben 3, die sehr, sehr wichtig schienen. Das ist das Vertrauen, die Freiheit und die Liebe. Und ich habe ihn dann gefragt in einem Interview danach über diese Themen. Und so ist eigentlich der Kurzfilm entstanden. Ich habe ihn 6 Tage lang begleitet. Wir hatten eine Übersetzerin, und es war natürlich eine Herausforderung. Mein Russisch war noch fast nicht vorhanden. Er sprach kein Deutsch. Das war aber auch gut, weil dadurch haben wir uns sehr wenig unterhalten können, und ich konnte ihn einfach beobachten und ihn filmen, ohne dass er sich ständig mit mir unterhält. Und aus diesen 6 Tagen und dem Kurzfilm ist dann eine unglaubliche Reise entstanden. Ich habe angefangen, ich wollte wissen, wie möchte ich diesen Film präsentieren und vor allen Dingen wem. Und ich habe eine Weltreise gemacht und habe Vorführungen organisiert. Immer wenn ich in einer Stadt war, habe ich mir 1-2 Wochen Zeit genommen, habe ein Event organisiert. Und ja, so sind wir durch 15 Länder gekommen und haben den Film gezeigt und diskutiert. Und als ich dann wieder zurückkam, habe ich entschieden, ich mache einen Langfilm aus seiner Geschichte. Und ich war innerhalb der letzten 4 Jahre immer wieder dort. Und genau, der Langfilm entsteht gerade. Ihr könnt ihm folgen auf Facebook, Illusia der Film, oder auf Patreon, wo ich eine Gemeinschaft aufbaue von Leuten, die wirklich Teil von dieser Geschichte sein wollen. Und ja, die nehme ich mit auf diese Reise, immer wenn ich unterwegs bin mit dem Film, oder ich teile Geschichten über den Puppenspieler, Dinge, die ich erlebt habe. Und ja, während ich den Film baue, kommt da alles irgendwie zusammen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns weiter begegnen. Folgt mir gerne auf Facebook oder auf Instagram. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank für diese Auszeichnung und für die ganze Zeit und Mühe, die ihr da aufbringt, um das Festival hier zu organisieren.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald, eure Ramona. Danke. Vielen Dank an Ramona Gassel für das kurze Video, für die Danksagung. Und von meiner Seite aus bleibt nur mehr eines zu sagen: Für alle, die heute Kurzfilme, Musikvideos eingereicht haben, jetzt zeigt noch einmal das Pub Coopers Number One. Jetzt zeigt noch einmal das zweite, der zweite WSF Kurzfilmabend, was wir eigentlich für einen Lärm produzieren können. Das ist euer Applaus! Von meiner Seite war es das auch schon. Ja, war es auch schon. Aber das Letzte, was ich vielleicht noch sagen wollte, hinter mir, nachdem wir alle gut gegessen haben, steht noch immer die Spendenbox, die hat vielleicht auch Hunger. Vor allem, falls ihr heute am Abend Spaß hattet, falls ihr noch einen dritten WSF-Kurzfilmabend hier im Pub Coopers Number One sehen wollt, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die Box ein bisschen füttert. Aber jetzt wünsche ich euch noch wahnsinnig viel Spaß beim gemütlichen Beisammensein. Vielleicht trinkt man noch was, vielleicht essen wir noch was. Bis zur Sperrstunde haben wir Zeit. Morgen, ja morgen. Bis uns der Ton. Und das allerletzte für einen möglichen dritten WSF Kurzfilmabend haben wir von einem Regisseur vom Istvan Pintar noch einen kurzen Trailer zur Verfügung gestellt bekommen, den wir jetzt ganz am Ende noch zeigen wollen. Von meiner Seite aus war es das. Dankeschön fürs Dasein. Das zweite, der zweite Lehrer.